Hallo Leute, der Grauton hier mit einem kleinen Auftaktvideo für 2021. Ich habe ja letztes Jahr zum ersten Mal so ein kleines Dankeschön-Video gemacht, weil es in dem Moment einfach sehr aus dem Herzen rauskam, dass ich immer Danke sagen wollte. Und daran habe ich jetzt zurückgedacht und finde, dass das eigentlich eine ganz schöne Tradition ist oder werden sollte, dass ich das regelmäßig tue. Denn ja, wie gesagt, wir bedanken uns zwar natürlich in den Streams und am Ende der Videos und so weiter, aber ich finde, einmal im Jahr ist es Zeit, Danke zu sagen. Und ich finde eigentlich den 1.1. eines jeden Jahres als ein sehr schönes Datum dafür. Und ja, auch dieses Jahr habe ich wieder einiges, wofür ich Danke sagen möchte. Stellvertretend für mich, aber auch für The Ramen. Und ja, deswegen erstmal ein frohes neues Jahr an euch alle. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Ich hoffe, dass ihr relativ ruhige Silvester hattet und dass natürlich nichts passiert ist. Und ja, herzlich willkommen in 2021. Möge es ein insgesamt besseres Jahr werden als das letzte, auch wenn sich natürlich nicht alles, was auf der Welt gerade so los ist, einfach in Wohlgefallen auflöst. Aber hoffen wir einfach mal, dass 2021 im Großen und Ganzen ein bisschen positiver wird als das letzte Jahr. Und ja, ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um für einiges Danke zu sagen. Einmal natürlich für euren weiterhin sensationellen Support auf unseren Kanälen. Sei es bei den Livestreams, sei es hier auf Gom Entertainment, was nach wie vor keine sonderlich große Zuschauerschaft hat, aber dafür eine sehr leidenschaftliche. Wir bekommen viele, viele tolle Kommentare. Wir haben in der Regel echt, echt schöne Streams. Es ist nach wie vor so, dass durch die Überschaubarkeit sozusagen des Ganzen ich sehr, sehr, sehr selten nur Kommentare löschen muss, weil wir uns wirklich im Großen und Ganzen über eine sehr freundliche und sehr nette und entgegenkommende Community freuen können, die leidenschaftlich mit dabei ist. Und das freut uns, dass wir halt mittlerweile wirklich Stammzuschauer und Stammleute in den Streams haben, auch hier auf Game Entertainment in den diversen Themen wirklich Leute haben, die wir regelmäßig lesen und die sich die Mühe machen, teilweise wirklich sehr, sehr ausführliche Kommentare zu unseren Videos zu schreiben. Und das freut uns einfach. Und umso mehr, dass es halt wirklich in aller Regel wirklich freundlich und entgegenkommend zur Sache geht. Und dafür schon mal Dankeschön. Ja, das Ganze hat jetzt am Ende des Jahres in den Graum Hoch Awards einmal mehr gemündet, die ihr morgen dann auch hier auf Gom Entertainment als VOD sehen könnt. Die ganzen 6 Stunden, die es knapp ging. Und ja, die Graum Hoch Awards waren für mich einmal mehr das Highlight meines YouTuber-Jahres sozusagen und oder Streamer-Jahres, weil ja, es waren einfach konstant 15 bis 30 Leute da und ja, haben mit uns zusammen das Jahr Revue passieren lassen, haben Videospiele gefeiert und es war einfach ein einmal mehr anstrengender, aber auch sehr, sehr schöner Abend. Und dafür nochmal vielen, vielen Dank von The Ramen und mir und natürlich auch alle, die es im Nachhinein gucken. Dann möchte ich mich dafür bedanken bei all denen, die den Schritt der Kanaltrennung sozusagen mitgegangen sind und gesagt haben, ey, auch wenn es dann jetzt einen Wrestling-Kanal gibt, dann gehen wir eben mit auf den Wrestling-Kanal. Ich kann nur sagen, ich bin mit dem Start von WrestleMania absolut zufrieden. Da sind jetzt Stand jetzt, glaube ich, 28 oder 29 Abonnenten. Am Anfang waren es, glaube ich, 15, also so wirklich genau das, womit ich gerechnet habe. Aber im Prinzip sind die Aufrufe gerade jetzt zur TSC Review auch nicht schlechter und ich glaube wirklich, dass das für alle Beteiligten Sinn macht, dass das nicht mehr untergeht in den Film- und Game- und so weiter Reviews. Und ja, vielen Dank an alle, die damit rübergekommen sind. Ich merke auch, dass die Beteiligung da jetzt viel größer ist unter den Videos, als sie es hier auf Gom Entertainment war, einfach weil es ein dedizierter Kanal für Wrestling ist. Und das sollte ja genau der Sinn sein, dass es für die von euch, denen Wrestling gefällt, leichter zu finden ist und besser sortiert ist. Und dass halt alle, die nicht für Wrestling hier sind, was der Großteil ist, eben quasi nur noch Games und Filme und Serien bekommen, so wie es ja für die meisten hier auch sinnig ist. Und ja, im Januar geht dann auch unser Pen and Paper Kanal endlich an den Start. Da bin ich mit Nikra gerade fleißig am Plan und freue mich auch schon drauf, euch da dann zu zeigen, was wir da vorhaben. Da werden wir jetzt demnächst uns zusammensetzen und eben planen, was die ersten Videos sein sollen, wann die Kampagne losgeht. Und so weiter und so fort. Da bin ich sehr aufgeregt und ist, glaube ich, das, worauf ich mich 2021 am meisten freue, weil Pen and Paper eine große Leidenschaft von mir ist seit vielen, vielen Jahren. Und das halt endlich auch mit euch teilen zu können, freut mich auch sehr.
Und ja, ich bin eben durch diesen Schritt beim Wrestling, bin ich da jetzt auch schon sehr sicher, dass das funktionieren wird und dass wir damit euch nicht abschrecken. Denn jedes Mal, wenn man so Eingriffe in den Kanal vornimmt, macht man sich natürlich Sorgen, ob das ein schlauer Schritt ist oder ob man letztendlich einfach nur alle Leute verprellt und dass das offenbar für die meisten von euch auch als positiver Schritt angesehen wird, dass wir die Kanäle jetzt strukturieren, dass wir halt sagen, hier Gaming und Filme, da Wrestling, da Pen and Paper, das ja, nimmt mir viel Druck vom Herzen. Und ja, darum soll es aber gerade gar nicht gehen, sondern wirklich einfach nur dafür Danke zu sagen. 2020 war, glaube ich, für uns alle ein anstrengendes Jahr, ein schwieriges Jahr. Und auch der Beginn von 2021 wird natürlich erstmal so weitergehen. Ich ganz persönlich, ja, bin mit meinem 2020 auch nicht zufrieden. Gerade was so meine Gesundheit und mein Dranbleiben beim Sport und so weiter angeht, bin ich alles andere als zufrieden. Und auch ansonsten war es für mich ein schwieriges Jahr, wo ich viel vor allem mit mir selber zu kämpfen hatte. Aber was davon immer ausgenommen geblieben ist, war das ganze YouTube-Ding, was mir wirklich nach wie vor unglaublich Spaß macht, wo ich gerne Herzblut, Leidenschaft und Zeit reinstecke. Und ich freue mich halt über jeden, der uns dafür auch was zurückgibt. Damit meine ich jetzt überhaupt nicht die finanzielle Ebene. Auch dafür natürlich vielen, vielen Dank. Aber ich meine vor allem eben Kommentare und eben wirklich die schöne Interaktion in den Livestreams. Und ja, das sorgt dafür, dass ich wirklich ein Hobby habe, in das ich viel Zeit investiere und was sehr, sehr anstrengend auch manchmal ist. Weil ich glaube, das machen sich manche wirklich nicht bewusst, dass ich hier teilweise wirklich pro Woche mehr, also gleich viel oder mehr abreise, wie es teilweise ganze Redaktionen tun. Auch wenn es natürlich welche gibt, die noch viel, viel mehr machen. Und das Ganze neben einem Fulltime-Job. Aber das liegt eben daran, dass es mir so viel Spaß macht und dass, ja, da so viel positive und nette Resonanz zurückkommt einfach. Und deswegen wirklich an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Wie gesagt, 2020 war kein einfaches Jahr für, glaube ich, keinen von uns. Und ja, an den persönlichen Sachen bin ich gerade dran, die zu regeln und wieder besser zu machen. Aber ja, davon ausgenommen von diesem persönlichen Struggle war halt immer dieses YouTube-Ding hier. Und Twitch natürlich auch. Und ja, da seid ihr ein großer Teil von. Und ich freue mich sehr über die Menschen, die ich dadurch auch kennengelernt habe, teilweise davon eben auch Leute, die ich jetzt näher kennengelernt habe und mit denen ich wirklich auch privat was zu tun habe. Allen voran Hide an dieser Stelle. Und ja, das ist einfach eine schöne Sache, die wir hier am Laufen haben. Nach wie vor machen mir die Streams und die Videos mit The Ram gemeinsam mit Abstand am meisten Spaß, also die Podcasts mit ihm gemeinsam, obwohl es ja keine Podcasts mehr sind, sondern Videos, also der Graustausch mit The Ram gemeinsam, aber auch die Review-Talks mit Nip, mit Hide, und dann sehr sicher auch bald die Videos, die ich mit Nikra gemeinsam machen werde. Macht mir sehr, sehr viel Freude. Die Streams alleine machen unglaublich Spaß, aber auch hier natürlich immer, wenn ich mit Zoram gemeinsam streamen kann. Ja, sind das einfach mehrere Stunden, die einfach nur wie im Flug vergehen und einfach eine geile Zeit sind. Und ja, von daher großes, großes Danke an alle, die an diesem Kanal mitgewirkt haben hier im Dezember. An Church Key, der auf WrestleMania mich jetzt unterstützt und ja auch vorher hier schon unterstützt hat, bei den Wrestling-Videos, an Nikra, mit dem ich das Pen and Paper-Ding starten werde, der jetzt in den Streams regelmäßig zu sehen ist, und natürlich an Nip, an Hide und natürlich nicht zuletzt an Suramen, der das Ganze hier mit mir seit einigen Jahren schaukelt, und ja, natürlich auch an euch für ein komisches, aber trotzdem in Bezug auf Entertainment und auf diesen Kanal und auf die Kanäle ein sehr spannendes und schönes Jahr. Und ja, ich habe jetzt ein bisschen vor mich hingestammelt, aber so ist das, glaube ich, in diesen Videos auch normal. Ich wollte einfach mal Danke sagen an euch und ja, sag einfach auf das nächste Jahr, auf 2021. Wir werden uns Mühe geben, euch auch weiterhin guten Content zu liefern. Und ja, ich freue mich drauf und hoffe, wir haben alle gemeinsam ein schönes 2021. Und ja, macht's gut, kommt gut ins Jahr rein und wir sehen uns dann demnächst entweder auf Gorm Entertainment hier, auf Gorm Gaming, auf WrestleMania oder auf dem Pen and Paper Kanal Prepare to Dice, wie er jetzt heißen wird. Und ja, wir sehen uns dann. Bis dahin, euer Gautron und ciao. Danke.